So, das nächste Thema: nach Temperatur und Luftgeschwindigkeit, Luftfeuchtigkeit oder Luftfeuchte, kurz. Wasserdampf in der Luft. Wie viel Wasserdampf muss in der Luft sein? Luftfeuchte oder Luftfeuchtigkeit? Wasserdampf, um das nochmal klar zu machen: Wasserdampf als solcher ist unsichtbar. Also es geht nicht um Nebel und es geht nicht um den Dampf in der Küche. Der Dampf in der Küche ist kein Dampf im physikalischen Sinne und chemischen Sinne. Der Dampf in der Küche ist Nebel. Schreibt mal dazu, kein Nebel. Nebel sind kleine Wassertröpfchen, hauchfeine Wassertröpfchen. Dann wird das Wasser sichtbar. Wasserdampf als solcher ist nicht sichtbar. Es geht bei der Luftfeuchte um den Wasserdampf. Und auch nochmal größenordnungsmäßig, dass man eine Idee hat, überhaupt erstmal, wovon ist da die Rede, wie viel Liter Wasser sollen denn jetzt da rein in die Luft? Es ist nicht allzu viel. Das sind einige Gramm pro Kubikmeter. Auch so eine Hausnummer, die man wissen sollte, einige Gramm pro Kubikmeter. Was ist das eigentlich im Gewichtsverhältnis zur Luft, Wasser zur Luft dann? Also ungefähr ein Tausendstel der Masse der Luft. Ein Kubikmeter Luft hatten wir letztes Semester bei der Windkraft, Pi mal Daumen 1/5 oder vielleicht auch 6/5, je nach Temperatur. Kilogramm pro Kubikmeter, das ist die Luft, also Pi mal Daumen, 1 Kilogramm pro Kubikmeter, das ist die Luft. Und da sind jetzt wenige Gramm von Wasserdampf drin. In den Größenordnungen bewegt sich das. Also man darf sich jetzt nicht wilde Mengen vorstellen. Andererseits, wenn dieser Wasserdampf dann am Fenster niederschlägt, im Raum habe ich zig Kubikmeter Luft und dann habe ich vielleicht nur einige Quadratmeter Fenster. Wenn sich das Zeug am Fenster niederschlägt, dann summiert sich das dann schon wieder und dann darunter läuft. Kann es doch überraschend viel werden. Wesentliche Kennzahl ist die relative Luftfeuchtigkeit. Man gibt also nicht an, wie viel Grad pro Kubikmeter tatsächlich drin sind an Wasserdampf. Man gibt die relative Luftfeuchtigkeit an, das ist eine etwas freundlichere Zahl. Und zwar ist das Folgendes. Was ist an Wasser, ich schreibe mal ausführlich Wassermasse pro Kubikmeter Luft, was ist wirklich an Gramm pro Kubikmeter Luft drinnen, geteilt durch wie viel maximal reingeht in Sättigung, bevor es anfängt neblig zu werden oder zu regnen. Ich schreibe mir einfach mal maximale Gänsefüßchen. Hier unten, das soll Sättigung sein. Wenn so viel Wasserdampf in der Luft drinnen ist, wie gerade noch geht, ohne dass es neblig wird, das soll hier im Nenner stehen. Wie viel Gramm sind drin durch wie viel gehen maximal rein? Und das sind dann eben vielleicht 10 oder so. Sehr stark temperaturabhängig. Je wärmer es wird, umso mehr Wasser lässt sich einbringen in die Luft. Das heißt, wenn Sie eine konstante Wassermasse haben, die relative Luftfeuchtigkeit hängt dann eben davon ab, welche Temperatur Sie haben und welchen Druck Sie haben. Bei höherer Temperatur sinkt die relative Luftfeuchtigkeit, wenn Sie dieselbe Wassermasse haben. Also ich sollte hier vielleicht sicherheitshalber noch dazu schreiben, selber Druck, selbe Temperatur. Ich schaue mal, selbe P, T, so, ich bin ein fauler Mensch. Das ist die relative Luftfeuchtigkeit und die hat dann natürlich sinnvollerweise einen Wert von 0 bis 100%. Da kein Wasser drin, Wasserdampf drinnen, 0%, und wenn gerade so viel Dampf drinnen ist, dass Sie just Nebel kriegen, dann haben Sie 100% relative Luftfeuchtigkeit. 30% gilt typischerweise als Untergrenze, also das ist schon arg trocken, vielleicht sogar zu trocken. Und 70% gilt als schwül, bei höheren Temperaturen schon eher. Aber so mal als Hausnummern. In den Bereichen sollte man sich also nicht bewegen. Eigentlich nicht unter 30% und nicht über 70%. Im Winter hat man doch gerne mal unter 30%. Sie haben kalte Luft, die Sie erwärmen. Die erwärmte Luft fasst aber mehr Wasser. Das heißt, der Nenner wird größer, der Zähler bleibt gleich. Durchs Erwärmen der Luft sinkt die relative Luftfeuchtigkeit. Deshalb ist es im Winter eben so fürchterlich trocken in den beheizten Räumen. Das Problem mit dem Schwülen ist, dass der Körper nicht genügend Wärme abgeben kann. Es ist schon so viel Wasserdampf in der Luft, der Körper kann kein weiteres Wasser oder nicht leicht weiteres Wasser verdunsten. Ich schreibe mal hier schlechte Wärmeabgabe.
von Mensch, durch Verdunsten, Schwitzen von Wasser, gewinne ich nicht allzu viel. Der Sinn des Schwitzens ist ja, dass das Schweißwasser verdunstet, Verdunstungskälte, und dadurch dann eben den Körper kühlt. Wenn aber schon ganz viel Wasser in der Luft ist, verdunstet der Schweiß nicht oder nicht so stark. Das heißt, das Schwitzen hilft nicht so viel. Das macht das Schwüle so unangenehm. Zu trocken ist auch unangenehm, aber nicht ganz aus den Gründen, die üblicherweise da angegeben werden. Ich sage noch gleich die Literaturstelle, wo ich das gefunden habe. Es gibt so eine Studie, wo jemand mal alles zusammengetragen hat an Studien zu trockener Luft. Was sind die Wirkungen von trockener Luft? Und was aus der Literatur rauskommt, das Erstaunliche ist, dass die Schleimhäute in der Nase nicht trocken sind. Ich schreibe mal so, keine trockenen Schleimhäute in der Nase, keine trockenen Nasenschleimhäute, so. Das möchte man vermuten, aber das scheint nicht der Fall zu sein. Ausnahme bei Asthmatikern. Aber bei trockener Luft leben Grippeviren länger. Interessanterweise werden die anscheinend im Wasser eher abgetötet als ohne Wasser. Der Staub schwebt länger. Wenn Sie Staubpartikel haben und Wasser haben, dann schlägt sich das Wasser an den Staubpartikeln nieder und dadurch gewinnen die Staubpartikel an Masse und an Gewicht und sinken zu Boden. Wenn Sie nicht genug Wasser drin haben, schwebt der Staub länger. Das Wasser bindet den Staub, könnte man auch sagen. Der Staub schwebt länger. Und wird natürlich auch aufgewirbelt, wenn Sie die klassische Heizung haben, Konvektion, wird der Staub natürlich hübsch aufgewirbelt, auch das noch. Er schwebt nicht nur länger, er wird auch noch aufgewirbelt. Staub sind einfach nicht nur irgendwelche Fasern oder Sandkörnchen oder was, da sind auch gerne Viren und Bakterien dabei. Insofern sehen Sie, gibt es vielen Grund, warum man sich dann in trockener Luft gerne mal eine Erkältung holt. Und dann noch die Augen. Verringerter Tränenfilm. Das ist weniger Flüssigkeit im Auge. Ums Auge, sollte ich sagen. Das passiert bei trockener Luft. Insofern sollte man dann doch bei seinen 30% bleiben und die nicht unterschreiten. Es kriegen weniger Leute einen Schnupfen und schon erst recht eine Grippe. Und die Augen sind nicht ganz so müde. Ich soll noch die Quelle angeben. N. von Hahn, ein Paper mit dem Namen Trockenluft und ihre Auswirkungen. Einfach mal so diverse Studien der Neuzeit angeguckt zum Thema trockene Luft und ihre Auswirkungen auf die Gesundheit. So. Ergebnisse einer Literaturstudie schreibe ich nicht mehr hin, ich bin zu faul. Ein interessanter Name einer Zeitschrift. Die Zeitschrift heißt Gefahrstoffe, Reinhaltung der Luft. 2007, Sie sehen, das ist schon ein bisschen länger her, aber naja, da wird sich wohl über die Jahre nicht allzu viel dran geändert haben. Das hat ja nicht großartig mit Technik zu tun, wie der Staub nun wirkt. So, das zur Luftfeuchte. Sie sehen, da ist nicht ganz so viel los. Dieser Begriff relative Luftfeuchtigkeit ist natürlich eminent wichtig. Wenn ich ein gegebenes Volumen Luft mit einer gegebenen Wassermasse erhitze, dann sinkt die relative Luftfeuchtigkeit. Eigentlich hatten wir das letztes Semester schon, wie entsteht Regen, verdächtig ähnlich. Und ebenso Grenzwerte, 30% zu trocken, 70% zu schwül. Ich sollte noch sagen, auf die wahrgenommene Temperatur wirkt die Luftfeuchtigkeit relativ wenig. Steht auch mal wieder in einer Norm drin, DIN EN ISO 7730, die sagt diese Norm. Glauben wir das mal. 10% mehr relative Luftfeuchte fühlt sich so an, wie entspricht einer 0,3 Grad Celsius höhere gefühlte Temperatur, also operative, wie das in der Norm heißt, operative Temperatur. Daran sieht man, dass die Luftfeuchtigkeit für die Temperaturempfindung nicht so wahnsinnig ist. 10% drauf, 30%, 40, 50, 60, 70, dann kommen Sie von der einen Grenze zur anderen. 4 mal 10% liegen dazwischen. 10% drauf ist schon massiv eine Änderung in der relativen Luftfeuchtigkeit. Aber diese 10% bedeuten nur dasselbe wie 0,3 Grad Celsius an der wahrgenommenen Temperatur. Also das ist nicht so viel, was da der Unterschied ist. Deshalb ignoriert man das typischerweise hier. Die Wirkung der Luftfeuchtigkeit auf die Temperatur. Spannend ist dann einfach im gesundheitlich erträglichen Bereich zu bleiben.